Ja. Dankeschön. Willkommen. Wer von Ihnen ist genau so heute angereist, wie er es gestern oder vorgestern geplant hat? Oh, doch relativ viele. Gratulation, ich habe es nicht geschafft. Ich bin heute eigentlich aus Hannover gekommen. Da hat mich jemand im Stich gelassen, aber dank der digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, ich habe heute Nacht um 1:30 dann einen Flieger gebucht und bin jetzt hier sehr, sehr früh angekommen. Also man kann heute schon sehr, sehr agil arbeiten. Also ich erlebe persönlich sehr schnell, dass das, was wir eigentlich machen wollen, schneller, effektiver werden und auch Dinge tun in einer Geschwindigkeit und in einer Möglichkeit, die eigentlich vorher noch nicht möglich war. Ganz kurz, die Continental AG sollte jeder kennen. Die meisten haben bei Continental AG im Hinterkopf Reifen. Wir sind als Unternehmen in den letzten 10 Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben uns verdreifacht. Vor 10 Jahren knapp waren wir ungefähr 60.000 Mitarbeiter. Inzwischen sind wir in 50 Ländern, 300 Standorte sind unterwegs, 177, wir kommen knapp an die 180.000 Mitarbeiter jetzt hin. 33,3 Milliarden Euro Umsatz für die Leute, die die Zahlen so gerne mögen. Und aufgestellt ist diese große Firma als eine Matrixorganisation. Das heißt, vorher gab es diesen einen Bereich Reifen, der sehr groß unterwegs war. Und jetzt sind da sehr, sehr viele Bereiche dazugekommen, die erstmal mit Reifen, könnte man sagen, nichts zu tun haben. Das ist im Elektronikbereich, das ist im Bereich ContiTech Interior. Da geht es um Sicherheit, da geht es um alle möglichen Bereiche. Ich sage immer, wir machen eigentlich alles, außer ein Auto zusammenbauen. Liefern tun wir inzwischen so gut wie alle Komponenten, sowohl Mechanik als Elektronik und natürlich Know-how. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also bei manchen wird es jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, aber warum sind wir hier? Warum gehen wir auf Konferenzen? Ich würde Ihnen jetzt einfach mal eine Minute meines Vortrags kurz schenken, indem Sie sich einfach mal vielleicht zu Ihrem Nachbarn umdrehen und einfach mal kurz sagen, wer Sie sind und was Sie so machen. Weil vielleicht sitzt ja neben Ihnen ein CEO oder jemand, der sehr interessant ist, den Sie vielleicht nachher kennenlernen wollen. Sie dürfen natürlich auch gerne Karten austauschen oder modernere Mittel. So, dann kommt der schwierige Teil für mich. Jetzt muss ich wieder dafür sorgen, dass Sie wieder zu mir herschauen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Das ist das, wovon man normalerweise immer ganz große Angst hat. Ich glaube auch als Lehrer, wenn man vor einer Schulklasse sitzt, man kommt rein und alle schwätzen und alle sind am Reden und machen. Wie sorge ich jetzt dafür, dass ich jetzt Gehör bekomme? Vielen Dank, dass ich wieder Ihr Ohr habe. Ich wollte diese Minute Ihnen einfach auch mal gönnen, um zu zeigen, was vernetzen, was schnelles, direktes Menschen in Kontakt bringen, was das sofort bewirken kann. Sie haben es gemerkt, es hat ganz wenige Sekunden gedauert und Sie sind sofort ins Gespräch gekommen. Sie haben was ausgetauscht, Sie haben sich vielleicht in der ganz, ganz kurzen Zeit mal so was gesehen, ah, das interessiert mich, da muss ich nachher vielleicht nochmal sprechen oder so. Genau das ist das, was wir eigentlich in sozialen Netzwerken auch wollen. Und wenn wir intern Kommunikation oder wenn wir innerhalb von Firmen davon reden, wenn Sie sich vorstellen, 180.000 Leute, 90.000 davon haben bei uns Zugriff auf entsprechende IT-Equipment, also E-Mail-Adresse und so weiter, dann wollen Sie, dass die voneinander lernen. Dann wollen Sie, dass die sich kennen. Weil nur wenn die gemeinsam an einer Sache arbeiten, dann können sie das maximale Ziel erreichen oder dann this is where the magic happens, so nennen wir das im Endeffekt einmal. Ich
versuche den Vortrag so ein bisschen in zwei Richtungen zu, oder nicht zwei Richtungen, auf zwei Ebenen zu haben. Auf der einen Seite erzähle ich Ihnen etwas von der Implementierung von Social Business bei der Continental AG. Also wir haben Social Business, das klingt immer so besonders, wir haben diese Kultur der Vernetzung, der Kommunikation und Zusammenarbeit in unseren Konzern gebracht. Und auf der anderen Seite, und das möchte ich so mit diesen kleinen Folien, die zwischendrin immer kommen, so noch den Sprung rüber machen in Richtung Wissensmanagement, wie ich bin seit 20 Jahren dabei, Wissensmanagement aber eher von der praktischen Seite her zu erleben, zu begleiten. In den ersten Jahren habe ich Datenbanken kommen und gehen sehen, später wurden dann andere Ansätze draus und heute ist es im Endeffekt das, was wir erleben über die Social Collaboration. Und das, was mir da als zwei Wörter, ich versuche die Dinge immer so, wenn irgend möglich, zu vereinfachen. Manchmal wird es dann nicht mehr klarer, aber vielleicht wird über diese zwei Begriffe, die fand ich irgendwie ganz passend. In der Zeit vor 15, 20 Jahren war Wissensmanagement in der Regel wirklich sammeln, strukturieren, ablegen und wissen, dass alles da ist, wo man es am liebsten findet. Ich habe da mal so ganz gerne das Beispiel, wenn ich jetzt hier einen Duden hinlegen würde, der durchaus anerkannt recht strukturiert ist und da finde ich eigentlich alles, was ich da drin erwarte und es ist ein Werk und so weiter. Und wenn ich nebendran ein Brockhaus lege oder irgendein anderes technisches Lexikon, dann wäre das eigentlich der Idealzustand gewesen von vor 15, 20 Jahren, wenn ich da mein Wissen so darstellen könnte. Natürlich idealerweise noch digital. Nur eine Frage, wenn ich diese beiden Werke nebeneinander lege, wie lange glauben Sie, dauert es, dass daraus neue Ideen entstehen? Das passiert nicht, weil das sind im Endeffekt sehr gut strukturierte Wissenscontainer, aber dadurch, dass das eben Container sind, werden die nicht anfangen, miteinander zu reden. Also wer macht was draus, das sind die Menschen. Die Menschen bringen etwas dazu, dass es zum Leben erweckt wird. Und für mich ist im Endeffekt die Entwicklung, die ich da sehe, nicht weg, weil wir brauchen immer noch die Pfleger. Ich sage nicht, dass die nicht mehr notwendig sind, die brauchen wir. Aber wir brauchen zusätzlich jetzt Wissenshändler. Nenne ich die jetzt einfach mal, Leute, die mit dem Wissen hausieren gehen, die multiplizieren, die Leute zusammenbringen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir heute hin müssen. Wenn Sie sich das da draußen anschauen, dann erkennt es vielleicht der eine oder andere wieder. So hat es bei uns auch mal ausgesehen in bestimmten Bereichen, also ums Jahr 2000 rum. Ich war damals betraut damit oder habe das geerbt von einem Kollegen, die Rechteverwaltung für dieses Ding zu machen. Wir waren damals schon in ungefähr 5, 6 Ländern unterwegs, Manila, Mexiko und so auch im Osten. Ein 20-seitiges Dokument, wo drin stand, wer darf auf welchem Ordner was tun. Ungefähr eine halbe Stunde Arbeit jede Woche, nur das Ding zu pflegen. Also gar nicht jetzt die Rechte zu vergeben, sondern dieses Dokument zu pflegen. Und das war für ungefähr 200 Leute. Knappe 8 Jahre später hat das ganze Ding dann schon ein bisschen besser ausgesehen. Da waren dann die Berechtigungen nur noch auf Landesebene. Da hat man dann noch ein bisschen Bedenken gehabt. Ja, es gibt bestimmte Länder, da können wir denen alles zeigen oder ist es dann sofort irgendwo anders. Man hat also die Vereinfachung in der Rechteverwaltung sehr deutlich gemerkt und wir hatten trotz vereinfachter Rechteverwaltung schon über 3000 Teilnehmer weltweit. Und wenn ich den Sprung jetzt nach heute mache im Endeffekt, das ist eine Community, die ich selber betreibe, hat das Potenzial von 90.000 Leuten, also es sind keine drin natürlich 90.000 Leute, aber potenziell könnten diese 90.000 Leute jederzeit da rein. Und die Rechteverwaltung besteht aus komplett offen, moderiert, also Sie können alles sehen, aber nicht jeder darf was tun, oder geschlossen. Also 3 Modi. Und damit kann ich eigentlich alles abdecken, was ich im Moment brauche. Also das im Hintergrund auch mal zu sehen, dass der Aufwand der Verwaltung extrem klein geworden ist, aber die Möglichkeiten, die ich damit habe, die Zielgruppe, die ich erreichen kann, ist potenziell wesentlich größer geworden. Was da entsprechend passiert ist, und das habe ich in dieser ersten Variante 2000 versucht schon umzusetzen, und das hat sehr, sehr gut funktioniert, trotz sehr, sehr großen Widerstand. Und es sind manchmal so die ganz kleinen Dinge, ich nenne das so Grundeinstellungen ändern. Und zwar, Sie können in jedem Tool normalerweise, können Sie hergehen und können sagen, ich möchte die Grundeinstellung von alles ist geschlossen, also Berechtigung, und wenn ich jemanden drin haben will, dann muss ich ihn berechtigen, als Einzelnen oder als Gruppe. Einfach ändern und sagen, Grundeinstellung ist offen. Damit kann jeder immer noch alles schließen, was er haben will, aber er muss es tun. Und wenn er das tut, dann wird er relativ schnell feststellen, wie viel Aufwand das ist. Und wenn er diesen Aufwand dann mit den ganzen Anrufen, ich kann da aber nicht zugreifen, ich kriege die Daten jetzt nicht, kannst du mich mal freischalten? Und der ganze Ärger, der damit herkommt, dann werden die Leute irgendwann kommen und sagen, kannst du mir das Ding wieder aufmachen? Dann haben sie genau diesen Lerneffekt erzielt bei den Leuten, die so sagen, Moment mal, diese ganze Rechteverwaltung, die gibt mir zwar Sicherheit,
aber sie hindert mich am Arbeiten. Aber das geht nur dann, wenn die Leute das selber erleben. Solange die IT für die Leute das macht, wird dieser Lerneffekt nicht eintreten. Ich springe wieder zurück. Connects, so heißt es bei uns. IBM Connections ist die Plattform, die wir da verwenden. Wir haben die eingeführt über ein Jahr hinweg. Das sind jetzt aktuelle Zahlen. Wir haben also die Leute quasi eingeladen, reinzukommen. Es ist also keiner gezwungen, da mitzumachen. Es sind jetzt bei 78.000 Leuten, die da sich angemeldet haben. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte, für mich sind die absoluten Zahlen nicht so wichtig, sondern die 30.000 Leute, die jede Woche aktiv sind da drin. Und das sind Zahlen, die man selten in solchen Netzwerken findet. Also die machen wirklich was da drin. Und draußen gibt es immer diese Zahlen 1,99, 1% macht was, 9%, also erzeugen Content, 9% kommentieren, liken, sharen und 90% lesen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, weil wenn unser CEO von 90% der Mitarbeiter Kommentare bekommen würde, ist auch Irrsinn. Also man muss diese Zahlen schon auch sinnvoll anschauen. Aber da sind wir eigentlich ganz zufrieden damit, auch jetzt die Nutzung von Wissen, also Wiki zum Beispiel, des Connections hat ja verschiedene Funktionen drin, die sich im Endeffekt, und das muss man den Leuten sagen, da muss man sie mitnehmen, aus der herkömmlichen Kommunikation komplett ableiten. Das, was ich hier mache, könnte man im Endeffekt auch in einem Blog machen. Ich erzähle Ihnen was und später haben Sie vielleicht die Möglichkeit zu kommentieren. Sie können es liken, Sie können es sharen. Wenn wir dann feststellen, es gibt ein Thema, da müssen wir tiefer reingehen, dann würden wir vielleicht einen Workshop machen. Dann reden wir auf Augenhöhe miteinander. Forum. Würden wir das Ganze dann konsolidieren wollen, dann würden wir irgendwann natürlich vielleicht früher ein PowerPoint-Dokument machen oder sonst irgendwas. Heute würde ich es halt in der Wiki entsprechend dann konsolidieren. Das heißt, die Lebendigen, die Dinge aus dem echten Leben, ich trenne das so ungern, weil für mich ist das auch das echte Leben, die sind einfach digitalisiert, zur Verfügung gestellt, in Echtzeit, rund um die Zeitzonen und so weiter. Ich kann einfach dieses ganze Thema virtuelle Teams, das bei uns in fast allen Bereichen angekommen ist, kann ich wirklich auch leben. Ich weiß nicht genau, wer das ursprünglich erstellt hat. Ich glaube, es ist nicht original von IBM, aber ich glaube, es hat niemand was dagegen. Ich hoffe es zumindest. Ich finde das ein sehr, sehr schönes Bild irgendwo. Ich komme da später auch nochmal dazu. Das hat für mich was damit zu tun, dass wir in der Art und Weise, wie wir bisher gearbeitet haben, sehr, sehr gerne für uns gearbeitet haben. Also das geht in der Schule los, wo jeder für sich arbeitet. Teamarbeit ist da eigentlich eher unüblich. Abschreiben ist ja sogar eigentlich verboten. Und jetzt sollen die Leute plötzlich in der Firma dann plötzlich kollaborativ sein, sollen voneinander abschreiben, voneinander lernen, sollen reinschauen, was macht denn der andere da gerade. Also das ist eine 180-Grad-Wendung von der Kultur, die wir eigentlich alle anerzogen bekommen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Und mit praktikablen Alternativen meine ich wirklich Dinge zeigen, die Leute verstehen können. Die meisten oder viele Leute hatten jetzt ungefähr zwischen 10 und 30 Jahre Zeit, sich auf E-Mail einzustellen. Ich kann nicht erwarten, dass die sich innerhalb von 3 Monaten auf eine völlig andere Art der Kommunikation einstellen. Ja? Also E-Mail hat eine Berechtigung, das ist ein wichtiges Instrument für eine persönliche Kommunikation. Aber ich kann heute sehr wohl hergehen und sagen, in dem Moment, wo einer auf CC 20 Leute drinstehen hat oder wenn er BCC, wo ich mir schon die Frage stelle, warum braucht man E-Mail BCC? Aber wer das verwendet, der ist besser in einem Blog aufgehoben, definitiv. Und ob er den Blog dann offen hat oder nur für sein Projektteam, das kann man dann entsprechend einstellen. Umfang von Connext, wir haben also nicht einfach nur eine Plattform genommen, haben die irgendwo installiert und haben gesagt, so, da ist sie, Leute, nutzt sie. Nee, das war ein komplett eingebettetes System. Und gab es auf dem IOM Summit, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wer das gesagt hat, aber es war für mich ein ganz wichtiger Satz. Die Diversität des Teams, die eine Social Collaboration ins Unternehmen bringt, sollte mindestens so hoch sein wie die Diversität der Nutzer. Das heißt, wenn das bei Ihnen nur die IT-Abteilung macht, dann ist das nicht divers. Wenn es nur die Kommunikation macht, dann passt es wahrscheinlich auch nicht und es hat nichts mit der Kommunikation oder IT zu tun, sondern Sie wollen ja im Endeffekt etwas für das ganze Unternehmen machen und wenn Sie das aus einer Funktion heraus treiben, dann hat es normalerweise immer diesen Funktionsstempel. In dem Moment, wo Sie aber, ich sage jetzt mal, die Fachleute genauso kollaborativ zusammenarbeiten lassen, wie Sie das eigentlich dann auch später von Ihren Mitarbeitern haben wollen. Die IT macht IT, die Kommunikation macht Kommunikation, HR macht Führung. Quality oder Knowledge Management macht die Knowledge Management, die Tagging und so weiter. Also da hat ja jeder seinen Job in der Firma, der müsste da auch mit drin sein in diesem Projekt. Das haben wir gemacht und das ist
einer der großen Erfolgskriterien eigentlich von unserer Implementierung gewesen. Wir haben, da ist ein Laser auch dabei, genau, wir haben also SharePoint, wir haben also auch irgendwie Microsoft und IBM zusammengebracht. Das funktioniert, da gibt es entsprechende Möglichkeiten, um also auch auf bestehende Systeme aufzubauen. Wir haben ein Corporate Phonebook. Es hört sich so lapidar an, aber wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, auf dreimal so groß geworden, riesengroße Firmen gekauft, Siemens, VDO, Motorola, Temic, Tevis, da kommen auf einen Schlag plötzlich 50.000 Leute ins Unternehmen. Die haben alle ganz andere Systeme. Also da fangen Sie ganz unten an, erstmal Systeme zu harmonisieren, und wenn Sie es dann schaffen, dass alle ein Telefonbuch benutzen, das auch noch aktuell ist, dann haben Sie schon mal ganz schön viel erreicht. Also die IT hat dann einen richtig tollen Job gemacht. Aber das, was dann danach kommt, und Social Media bringt genau diese Systeme, die unten drunter sind, eigentlich ans Licht. Die werden sichtbar. Das, was man so schön hat, so eine Reported Line in Connections zum Beispiel, wer ist mein Chef, wer ist darüber, sich da durchzuklicken, dazu brauchen Sie ein verdammt gutes HR-System. Wenn das nicht sauber gepflegt ist, dann sieht man, dass das nicht gepflegt ist. Und dann kriegen Sie viele Anrufe. Ja? Also Social Business ist etwas, was diese ganze Basis, diese Kultur an die Oberfläche bringt. Wir haben hier dann noch Same-Time und Instant-Messaging-Conferencing mit drin. Das heißt, wir haben versucht, jetzt nicht Social Media zu installieren. Das war nicht unser Ziel am Anfang. Wir hatten ein Vorgängerprojekt, wo wir rausgesucht haben oder rausfinden wollten, was brauchen denn die Mitarbeiter eigentlich nicht heute, sondern morgen. Dass das eine langfristigere Lösung ist für dieses ganze Thema. Und aus diesen Anforderungen haben wir dann festgestellt, das kann eine Plattform gar nicht bedienen. Also müssen wir integrieren. Wir müssen die Sachen verbinden. Im Internet nennt man es dann Mashups, dass die Sachen alle miteinander reden können. Und so kann ich heute, wenn ich in SharePoint bin, kriege ich das Profil von Connections. Es gibt nur einen Ort, wo ich mein Profil pflege. Ich kriege es aber überall angezeigt, auch in Lotus Notes. Und genauso Dokumente in SharePoint aus Lotus Notes hochladen oder per E-Mail verschicken und so weiter. Ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema Wissen ist für mich, es geht ja auch um einen Organismus, für mich muss man Wissen zum Leben erwecken. Wenn ich es irgendwo in eine Schublade lege, da kann es das beste Wissen sein. Was hilft es in der Schublade? Das wird doch erst dann wertvoll, wenn es jemand durch den Kopf jagt, wenn es jemand mit einem anderen Wissen in Verbindung bringt. Und eine Sache, da fühlen wir uns immer sehr gut, wenn wir irgendwas fertig haben. Also in der Industrie ist Dinge fertig haben ist toll. Projekte sind fertig. Irgendein Produkt ist fertig, ein Dokument ist fertig, jetzt haben wir die Unterschrift, super, fertig. Wenn man es aus Wissensmanagement-Sicht her anschaut, heißt fertig doch eigentlich nichts anderes als ein Kompromiss, Pareto oder sonst irgendwas. Naja, also mehr Zeit können wir jetzt wirklich nicht mehr investieren. Oder wir müssten jetzt liefern. Ja? Also natürlich müssen wir auch viele Dinge fertig machen, eigentlich alle Sachen, aber das Verständnis zu haben, dass etwas, wenn es einen bestimmten Stand erreicht hat, dann nicht final ist. Eigentlich ist Final der völlig falsche Name, der ist eigentlich ein Killer für Wissensmanagement. Und Sie kennen alle wahrscheinlich Dokumente, die dann irgendwie V7, Final, Final, Last Final heißen. Ja? Also das ist etwas, was einfach dem entgegenspricht. Wenn ich heute ein Dokument Final habe, habe morgen einen neuen Vorstand, dann bin ich bei Final wieder beim Start. Ja? Und genau das haben wir im Wissensmanagement immer. Also warum kann ich mich verabschieden? Wir können das nicht. Also das ist ein hehrer Wunsch, aber im Kopf muss man versuchen umzudenken. Und wenn Sie, und ich mache das mit 5 sehr, sehr großen Projekten bei uns im Unternehmen, die Dokumente sind nicht mehr in PowerPoint, sondern die sind in der Wiki. Und dann kriege ich die Frage, ja, und wann ist denn das fertig? Dann habe ich gesagt, nie. Ja, aber du musst es doch abliefern. Dann habe ich gesagt, schau doch rein, ist doch da. Ja, aber das ist ja nicht fertig. Dann habe ich gesagt, richtig, wird auch nicht fertig. Also Sie kommen da in richtige Erklärungsnot und da kriegen die Leute dann große Fragezeichen auf die Stirn. Aber Sie haben von Anfang an, haben Sie was, man muss es ja positiv auch sehen, also bei mir stehen die Drafts in der Version drin, wo kein Mensch was rausgeben würde. Aber da sehe ich schon. Und dann kriege ich die Leute, die sagen würden, ah, das ist ja noch nicht fertig. Und ich sage, ja, dann hilf halt mit. Ist ja nicht mein Job. Ja gut, dann mecker nicht. Also man muss das immer so, ich versuche es immer so pragmatisch zu machen. Also entweder jemand hat ein Problem damit, dann soll er bitte mithelfen, oder jemand hat kein Problem damit, dann kann er auch jederzeit reinschauen, so wie es ausschaut. Ja? Also das ist eine ganz andere Denkweise, und natürlich, das geht nicht, wenn wir von Kundenheft, Lastenheften und sowas sprechen. Da müssen wir das natürlich fertig machen und einen Rahmen rum, Logo drauf, Unterschrift. Das heißt aber nicht, dass wir intern die Art und Weise, wie wir damit umgehen, dem gleichen Dogma unterwerfen müssen. Social Business, das sind für mich so die großen Kriterien, die wir bei der Implementierung immer reinbekommen haben, was die Manager uns quasi gesagt haben, was die Mitarbeiter gesagt haben. Ah, ging vorher auch ohne, ich habe eh keine Zeit für sowas, Social Media ist eh bloß Katzenvideos, was brauche ich dem Unternehmen?
Kontrolle, Kontrollverlust, Sicherheit, das ganze Thema Hierarchie, großes Thema. Vorher, da konnte ich wunderbar mein Büro zusperren oder offen lassen, Assistent oder Assistentin davor setzen, Öffnungszeiten vorne hinschreiben und am besten irgendwo ein Exempel statuieren und dann hatte ich meine Ruhe. In Social-Media-Zeiten kann ich jedem, auch unserem Vorstand, dem CEO, Herrn Degenhardt, ans Board schreiben, Herr Degenhardt, was sagen Sie dazu? Reagiert er drauf, wird sichtbar, reagiert er nicht drauf, wird sichtbar, reagiert er auf eine andere Art und Weise, wird es durch jemand anderen sichtbar. Das ist ein Riesenthema für die Führung. Es muss uns bewusst sein, dass Social-Media-Einführung unglaublich was mit Hierarchie macht. Es ist nicht eine Gefahr eigentlich, aber es ist ein, da ist ein Umdenken notwendig. Das war vor 3 Wochen, glaube ich, war der IOM Summit. Da hat der Bernd Quer, finde ich, einen sehr, sehr schönen Satz gesagt. Und das passt in diese Kulturrichtung sehr, sehr gut rein. Wenn ich heute in einem Social-Media-Umfeld eine Frage stelle, sage ich ja damit, ich weiß es nicht. Wenn ich das in einem alten Kulturumfeld tue, dann sage ich, ich habe keine Kompetenz. Wenn ich zugebe, keine Kompetenz zu haben, als eine Funktion, also nicht als Mensch ist es ja okay, bestimmte Kompetenzen nicht zu haben, aber als Funktion, da soll ich doch bitte Antworten liefern und nicht Fragen stellen. Ja? Also das ist so ein Punkt, der einfach ganz, ganz wichtig ist im Bereich von Kultur. Das klingt immer alles so ganz weich, was ist Kultur, ja, weiß ich nicht. Das ist das Problem, das wir mit Kultur haben. Also nicht Problem, sondern das sind die Aufgaben, dass wir darauf Antworten haben, dass die Leute sich wohlfühlen. Das ist ja jetzt nur eine Frage stellen. Denken Sie mal einen Schritt weiter und sagen, hey, ich habe hier einen Fehler gemacht. Mist, hier ist was kaputt gegangen. Wer traut sich sowas im Unternehmen sagen? Aber eigentlich sollen wir aus Fehlern lernen. Aber wenn keiner Fehler zugibt, wie sollen wir dann lernen? Ja? Was wir, ja, ein großer Vorteil bei der Continental war, dass parallel dazu eine riesengroße Kulturinitiative gelaufen ist. Our Basics heißt die 4 Kernwerte. Und wenn Sie sich die genau durchlesen, stehen ein bisschen klein dort vielleicht für ganz hinten. Freiheit, Vertrauen, Verbundenheit und natürlich Gewinnermentalität. Also einer muss dann schon in Richtung Profit gehen. Aber 3 davon gehen eigentlich in eine andere Richtung, in eine kulturelle Richtung. Wir wollen, dass die Leute miteinander arbeiten, dass die Leute, und wenn sie das jetzt einfach transponieren in Richtung Wissensmanagement oder in Richtung Social Business, wenn ihr Vorgesetzter nicht ein großes Vertrauen hat, dass sie nicht Katzenvideos hochladen oder ihre Zeit mit irgendwas anderem verbringen, dann wird das nicht funktionieren. Wenn sie nicht die Freiheit haben, wirklich innerhalb ihrer Zeit das Ganze zu tun, dann wird es nicht funktionieren. Sie brauchen einen gewissen Freiraum da drin. Ja? Es gibt draußen eine Diskussion, was ist E20, Enterprise 2.0? Ich glaube, wo wir uns im Moment gerade so drauf einigen, es ist kein fertiges Ende oder sowas, es ist kein Zielzustand, sondern es ist ein Prozess. Und worüber wir im Moment gerade noch ein bisschen hin und her diskutieren, ist, die eine Fraktion sagt mir, ja, wenn jemand Social Software installiert hat und verwendet, dann ist er Enterprise 2.0 oder auf dem Weg dahin. Und die anderen, da gehöre ich natürlich so ein bisschen auch mit dazu, ich sage, ja, Moment, eine Software installieren macht noch keine Kulturveränderung. Die Installation zeigt erstmal, welche Kultur da ist. Wenn Sie keine offene Kultur haben, dann wird Ihr Social Media nicht funktionieren. Es wird einfach niemand nutzen, weil der Angst hat, was schreibt, wenn ich da was reinschreibe, ja, fliege ich dann raus oder die trauen sich nicht. Mit der Zeit, wenn Sie es richtig begleiten, wenn Sie Change Management nutzen, um das Ganze auch den Leuten näher zu bringen, werden Sie es dann immer mehr nutzen, hoffentlich, und damit wird sich die Kultur verändern. Ja, also das ist beeinflusst sich gegenseitig. Aber es ist unglaublich wichtig, sich zu überlegen, wie gehen wir im Unternehmen miteinander um? Ist es okay, dass ich über 3 Level hinweg einen Tipp geben darf? Ist es okay, dass ich über 5 Level hinweg eine Frage stellen darf? Ist es okay, dass ich von einem Land ins andere mal zusammenarbeite, ohne dass die beiden gemeinsames Projekt haben? Ist es okay, dass ich eine Sache, die ich irgendwo sehe, beantworte, bearbeite, Zeit meines Chefs dafür verwende, um die Aufgaben von jemand ganz anderem zu erledigen, weil ich es halt einfach kann? Das sind lauter Dinge, Fragen, die ich mir beantworten muss. Das sind jetzt keine offiziellen Tools oder sowas, das ist einfach nur mal, um darzustellen, was eigentlich mit unseren Führungspersonen passiert. Ich habe es versucht, mal so als Regler darzustellen, weil für mich ist es sehr schwierig, beides gleichzeitig zu machen. Also Sie können eigentlich nicht gleichzeitig Kontrolle üben und Vertrauen aufbauen. Das ist schwierig. Also normalerweise haben Sie Kontrolle oder Sie sagen, ich gehe mal so ein bisschen mehr in Richtung Vertrauen. Dann müssen Sie aber Kontrolle abbauen.
Oder Sie sagen, ich habe Hierarchie von oben nach unten, also ich sage was und Sie müssen jetzt ruhig sein. Oder ich sage so wie vorher gerade, wir machen Netzwerk, aber dann reden Sie auch alle. Dann stehe ich jetzt quasi auf Augenhöhe und muss mir jetzt erst wieder Gehör verschaffen. Aber das, was wir vorher auch quasi geübt haben, war ja, ich fange mit Hierarchie an, dann gehen wir ins Netzwerk rein, haben kurz sich ausgetauscht und sind dann wieder in die Hierarchie zurückgegangen. Genauso können Sie es ja in der Firma auch machen. Das ist nicht ein Setting, das dann quasi für immer feststeht, sondern das muss ganz agil an die Anforderungen angepasst werden. Wenn Sie im Entwicklungsprozess sind, dann wollen Sie Agilität und Dynamik haben. Wenn Sie dann in Richtung Engineering gehen, dann wollen Sie Lean, dann muss das alles nach Schema F ablaufen. Da wollen Sie nicht mehr alles diskutieren. Ja? Und genauso geht es eben in die Themen Regeln und Freiheit. Wie viel Freiheit wollen Sie den Leuten geben? Wir haben zum Beispiel bei den Werten festgestellt, ich weiß nicht, wenn Sie in Ihr Unternehmen schauen, wie viele Regelbücher, also nicht Regeln, sondern Regelbücher es gibt. Gibt es irgendjemanden, der überhaupt einen Überblick über die Anzahl der Bücher hat, geschweige denn alle Regeln kennt und befolgt? Also es gibt viele Regeln, die muss man befolgen, weil sie aus dem Bereich der Gesetze kommen oder Compliance und so weiter. Aber eine Idee der Kulturentwicklung und vier Werte zu haben, die auch gewissermaßen belastbar sind, ist natürlich wesentlich einfacher. Das heißt nicht, dass ich die Regeln nicht mehr brauche, aber gibt den Leuten so einen Handlungsspielrahmen, wo sie sagen können, okay, also wenn ich Vertrauen, Verbundenheit, füreinander Dasein im Endeffekt, wenn ich das mal so im Hinterkopf habe, dann ergeben sich viele, viele Dinge automatisch. Ja? Macht nicht die Regeln obsolet, aber macht es wesentlich einfacher, miteinander umzugehen. Im Bereich der Implementierung, Guide-Konzept, weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, war das unser großer Hebel. Unser Team war, wie gesagt, aus IT, aus Kommunikation, aus Knowledge Management Quality und ich komme quasi im Moment aus HR, also aus Human Resources oder wie unsere neue Executive Board Vorständin jetzt sagt, Human Relations, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. Das heißt, die Frage war, wie kriegen wir das jetzt an Mann und an die Frau, und zwar auf der ganzen Welt? Und für mich war im Endeffekt die einzige Möglichkeit, wie ich das schaffen kann, weil ich mir nicht angemaßt habe, dass ich aus Hannover wissen kann, wie funktioniert es am besten in Manila, in China, also in Shanghai, in Singapur. Und wenn ich es gewusst hätte, wie es da funktioniert, dann wäre es ja vermessen gewesen, dass das genauso dann in Mexiko funktioniert oder in Rumänien oder in Amerika. Also jedes Land hat ja seine eigene Kultur wieder, seine eigenen Werte, seine eigenen Herangehensweisen, Tabuthemen. Das heißt, was ich machen konnte, ist, ich habe mir Leute gesucht, die freiwillig mit einer recht hohen Motivation und mit einer gehörigen Portion Neugier. Das war Einstellungskriterium für diesen Job. Ich habe also beim Vorstand für 10% Arbeitszeit plädiert, die da jeder bekommen sollte. Und ich wollte Neugier, Motivation und Englisch. Und die Frage war dann natürlich, an welcher Abschluss? Da habe ich gesagt, mich interessiert kein Abschluss. Ich will jemanden, der neugierig, motiviert und Englisch kann, weil ich muss mit ihm reden und ich will nicht, dass ich ihm jedes Wort oder jede Aktion zeigen muss, sondern der muss wie ein Schwamm von sich aus alles aufsaugen, der muss wollen. So, und da haben wir dann, inzwischen sind es über 800 Leute, 450 sind aktiv, Guides gefunden, die quasi genau das machen. Und die sind jetzt nicht einfach ein Train-the-Trainer-Konzept, also ich trainiere sie und die trainieren dann ihre Leute, sondern aus Change-Management-Ansicht auch wieder, wie kann ich es schaffen, dass die Leute selber Storytelling würde man es nennen, selber ein Erlebnis haben, was von diesen vielen Möglichkeiten in Social Business am besten für sie und in ihrer Kultur funktioniert. Und wenn sie dann aus diesem Potpourri von Möglichkeiten für sich eine gefunden haben, dann sollen sie die erstmal machen und sollen sich und dem Umfeld erstmal beweisen, dass das wirklich was bringt und nicht einfach nur ganz nett ist. Und mit dieser Geschichte, ich habe das früher mal so ein bisschen so diesen iPhone-Effekt genannt, früher, da haben die Leute dann so mit Tasten rumgedrückt und irgendeiner ist dann da gestanden und hat so mit einem Daumen so im Internet und irgendwann schaut man dann rüber und denkt, irgendwie ist das anders, irgendwie ist der schneller, woher weißt denn du das schon wieder, wieso hast du diese Antworten so schnell? Und dann erreichen sie genau den umgekehrten Fall, dann kommen nämlich nicht die Trainer zu den Leuten und trainieren, sondern dann kommen die Leute, die Interesse haben und wissen wollen, wie es geht. Und dann haben sie im Endeffekt offene Türen, dann schulen sie auch nicht 3 Tage lang Connect, sondern dann gehen sie her und sagen, ja, erzähl mal von deinem Problem. Was willst du denn verbessern? Vielleicht habe ich eine Antwort für dich. Und wenn ich keine habe, dann frage ich andere Leute, ich habe ganz viel hinter mir.
Wir hatten 2012, und wer möchte, kann sich da ein Video anschauen, es ist in YouTube drin, haben wir ein Event gemacht. Das soll auch nochmal so ein bisschen den Change-Ansatz klar machen. Ich habe die nach Hamburg eingeladen. Von den 450 damals konnten 200 reisen. Sie können sich vorstellen, in Indien oder in anderen Ländern, da verdienen die so viel, wie eine Hotelübernachtung kostet. Ich hatte richtig Probleme, die Leute natürlich ins Land zu bekommen, weil die alle Angst haben, die kommen nie wieder zurück. Also sie kommen da in ganz andere Thematiken rein, wenn sie einfach mal global die Leute zusammenbringen wollen. Aber 200 sind gekommen. Es war eine Indoor-Beach-Halle, 30 cm Sand, leere Halle, kein einziger Computer, kein Smartphones, nichts. 2 Tage lang waren wir da drin und haben Social Business gemacht. Es war Wahnsinn. Also am Schluss sind dann welche hergekommen und haben gesagt, Harald, wir brauchen noch einen 5. Wert. Ich sage, was brauchen wir noch für einen Wert? Ja, Freundschaft. Wenn Sie das erleben, es waren Leute, 200 Leute aus 36 Ländern, die sich zum ersten Mal in ihrem Leben sehen. Die hatten vorher 8 Monate miteinander virtuell kommuniziert, aber die haben sich zum ersten Mal gesehen. Das war von Minute 1, war das, ich will es nicht Party nennen, weil es war alles Business. Wir haben Workshops gemacht, da hat jeder Einzelne war gleichzeitig Moderator und alles Mögliche. Es war unglaublich tolle Stimmung da drin. Und am besten war, finde ich, wir hatten am Schluss so eine Runde, das ist in dem Video, kommt das vielleicht ganz gut rüber, stand ein Japaner dann auf der Bühne und wir haben so gefragt, ja, was nimmst du jetzt mit von den 2 Tagen? Und er schaut so in die Runde der 200 Guides aus 36 Ländern und sagt, hey, ich weiß jetzt, ich bin nicht allein. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, das, was man in Social Media haben kann, draußen wie drinnen. Und wenn Sie es schaffen, dass Ihre Mitarbeiter in dieses Gefühl kommen, ich sitze jetzt hier in meinem kleinen Büro im Standort XY und habe hier ein Problem. Und der dann einfach sagt, hey, ich bin nicht allein. Es gibt genau diese Abteilung an 50 oder an 300 anderen Standorten auch. Ich sage einfach mal, das mein Problem ist. Und in der Regel kriegt man dann sehr, sehr schnell eine Hilfe. Natürlich muss man da erstmal ein Netzwerk aufbauen und solche Dinge. Also ein bisschen was lernen muss man vorher auch. Lernen oder arbeiten, das ist für mich so ein großes Thema, wo ich ran möchte, weil für mich ist das so ein Problem, dass wir die ganze Zeit im Moment in den meisten Stellen so Classroom-Situationen haben. Das heißt, ich gehe aus der Arbeit raus, ich gehe irgendwo rein, 2 Tage, 3 Tage Schulung, dann gehe ich wieder raus und was mache ich? 3 Tage nachholen. Bis ich damit fertig bin, habe ich von dem Workshop nicht mehr wirklich viel im Hinterkopf. In der Regel dauern die Workshops, bis ich überhaupt einen Platz kriege, dauert es Monate und so weiter. Und wenn Sie sich das mal vorstellen, so der durchschnittliche Weltbürger hat irgendwie so 10 Jahre Ausbildung, Schulausbildung. Wenn er dann Glück hat, dann hat er vielleicht nochmal irgendwelche 3, 5 Jahre Studium. Und wenn es dann noch gut läuft, dann hat er vielleicht noch ein paar Tage, ein paar Wochen Jobtraining. Und jetzt müsste ich das Ding eigentlich im Querformat nehmen und dann kommen 40 Jahre lang Job. Und es wird mehr, die Zahl. So, und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier jedes Jahr 2 Tage Schulung, ist das eine lernende Organisation? Wenn ich mir anschaue, was da draußen passiert, ich könnte es jetzt ganz vorsichtig zeigen, da draußen entstehen neue Technologien, da draußen entstehen neue Themen, und zwar neben meinem Job. Also, dass sich die in dem Job weiterbilden, überhaupt keine Frage. Aber draußen passieren ganz andere Sachen. Da kommt plötzlich einer mit 3D-Druckern daher und baut ganze Häuser damit. Da baut plötzlich, druckt einer ein Auto aus. Oder weiß der Teufel, lauter solche Sachen, die ja erstmal überhaupt nicht in meinem Fokus sind. Und wenn wir das genau anschauen, dann geht es nicht linear, sondern dann geht es im Endeffekt so auseinander. Und wenn ich jetzt hier jemanden habe, der seit 25 oder 30 Jahren im Unternehmen ist, jedes Jahr 2 Ausbildungen bekommen hat, können Sie sich vorstellen, dass man mit dem einigen Aufwand hat, um den wieder auf den Stand zu kriegen. Also diese Situation, ich nehme jemanden raus, um ihn zu belehren oder mit ihm zu lernen und dann packe ich ihn wieder rein in sein altes Umfeld, hat eigentlich keinen großen Impact. In dem Moment, wo ich aber meine Lernmaterialien komplett offen mache, wo jeder jederzeit darauf rankommt, da wird es dann plötzlich spannend, weil sich die Leute dann darüber austauschen. Da wird gesagt, ja, das funktioniert ja bei mir gar nicht. Ja, dann red doch mal mit demjenigen, der dieses Training macht. Das kann er dann aber immer machen. Dazu muss der aber Zeit haben. Also dieses Lernen wirklich integrieren und dann haben Sie nämlich in diesen 40 Jahren im Endeffekt ganz, ganz viele Strömungen, in der Wissen ausgetauscht wird, in der gelernt wird, in der von außen was reinkommt. Da können Sie richtig Gas geben, sage ich jetzt mal. Im zweiten Jahr sind wir dann in die Regionen gegangen, weil wir gedacht haben, da kriegen wir auch noch mehr Leute. Das heißt, wir sind dann einmal um die Welt geflogen und haben quasi die Leute besucht in ihren Regionen, haben auch wieder über 200 Guides da gehabt.
und haben mit ihnen dann vor Ort gelernt. Und das Spannende war, in diesem einen Event gab es quasi so etwas Ähnliches wie eine Kultur. Und jetzt waren, weil die haben ja alles selber organisiert, also das habe nicht ich organisiert. Jetzt waren es wirklich 9 komplett verschiedene Events, aber alle mit dem gleichen Spirit, alle mit dem gleichen Hintergrund. Nur so als kleinen, wir hatten so einen Banner, da sollte jeder so draufschreiben, was er damit hatte. 50.000 Gehirne wissen mehr als eins. Damals hatten wir 50.000 drin. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie da eine Frage reinstellen, da ist ordentlich Power dahinter. Letztes vielleicht in die Richtung von Wissen nochmal, wenn Sie das Wissen, und das hat, da gibt es viele Dinge, da, wo sich der Kreis wieder schließt. Einerseits das Wissen befreien von seinen Dokumentformaten, von seinen Papierformaten, von seinen Rahmen, von Designregeln, von Freigabestruktur, also Freigaberegeln und den Strukturen. Dann kommen Sie am Ende, im Endeffekt bei sowas Ähnlichem raus wie bei Twitter. Da gibt es nämlich nur noch Text. Der kann ganz, ganz schnell hin und her gehen, der kann durch die Köpfe gehen, der kann verknüpft werden, der kann sich weiterentwickeln. Dann haben Sie die Möglichkeit, dass Sie wirklich über Inhalte sprechen und nicht über das Design oder Ähnliches. Und dann muss man natürlich irgendwann wieder zurückgehen. Wie gesagt, das ist nicht alles unwichtig, was links steht, sondern es ist etwas, was ich als Basis danach wieder tun kann. Es ist immer so ein Hin und Her. Freilassen, schauen, was rauskommt und dann wieder konsolidieren. Es ist so eine Wankelbewegung im Endeffekt. Wir wollen mit der Diversität von einem Netzwerk dafür sorgen, dass es wirklich neue Lösungen gibt und nicht nur neue Versionen von alten Lösungen. Und wenn Sie immer die gleichen Leute an das gleiche Problem setzen, werden Sie auch immer die gleichen Antworten kriegen, in der Regel. Letzte Folie. Der Grund, warum ich versuche, das Ganze irgendwie so anzustellen und das bitte nicht negativ sehen, diese Marionettenorganisation. Ich habe nach einem Bild gesucht, wie man Hierarchie am besten darstellen kann. Und im Endeffekt, wenn Sie sich so eine Marionette vorstellen, oben zieht einer, unten geht einer hoch. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Es gibt einen gewissen Spielraum, also der darf auch viel höher springen, aber er darf nicht tiefer. Ja? Also da ist auch Spielraum drin in der Hierarchie. Was mir eigentlich eher gefallen würde, und darum sage ich, Organismus ist da so ein schönes Bild, wenn es mich unten rechts an der Zehe juckt, dann kann ich natürlich warten, bis das da oben verarbeitet wird und dann irgendeinen Befehl wieder runtergeben. Die kleine Zehe könnte jetzt Amerika sein oder die könnten irgendein Standort oder eine Person sein. Aber es ist doch viel, viel spannender, wenn die dann plötzlich alle miteinander reden und wenn dann, Sie können sich einen Organismus vorstellen, da ist Aktion drin. Und das für mich Schöne oder das, was wir im Moment gerade lernen, ist dieses Übereinander, kommt jetzt ein Nebeneinander dazu und das, was mir auch im Internet noch ganz, ganz oft fehlt und das wäre für mich so der nächste große Wunsch, dass daraus dann ein Miteinander wird, dass wir gemeinsam an so einem Thema arbeiten. Damit vielen Dank und ja, geben Sie Gas. Vielen Dank, Harald Schirmer. Wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, aber es gab in Twitter eine Diskussion zu der Aussage Open by Default als Standard. Taugt es was? Eigentlich war so eine Meinung, dass man bei Facebook ja mittlerweile das nicht so gut findet. Und warum soll man denn das jetzt in Unternehmen gut finden? Ja, der Grund, warum man es in Facebook nicht gut findet, natürlich ist in dem Moment, wo ich etwas komplett aufmache, haben ja oder können ja bestimmte Apparate da Gewalt übernehmen. Wenn Sie mit Aufmachen eigentlich nicht sehen, dass quasi irgendjemand eine Regelung übernehmen kann, sondern Aufmachen, das heißt, ich teile mein Wissen. Also ich glaube, das hat für mich nochmal eine andere Komponente, aber ich kann es jetzt nicht in einem Satz erklären. Also ich kann nur sagen, ich habe es 15 Jahre lang probiert, alle haben gesagt, es geht nicht und am Schluss waren sie alle sehr, sehr glücklich drüber. Okay. Bevor wir dann ganz in die Zukunft schauen, was sind deine nächsten Schritte? Meine nächsten Schritte, die sind relativ einfach. Ich versuche heute Abend nach Budapest zu kommen, weil wir natürlich jetzt im dritten Jahr sind und die Guides heute schon den ersten Tag haben. Die warten auf mich. Okay, gut, dann drücken wir die Daumen, dass es klappt, dass die Guides dich live bekommen. Ich gebe mir Mühe. Danke. Vielen Dank. Okay.